Das WBV-Mehrhäuserquartier Lindenauer Straße, auch Ladenstraße genannt, gehört mit zu den längsten Häuserzeilen der Stadt Coswig. Um von der Balkonseite zu den Hauseingängen und Parkplätzen auf der Hofseite zu gelangen, musste man noch vor einigen Jahren recht weite Wege in Kauf nehmen. Mit einem Durchgang etwa in der Mitte des Gebäudes wurde dieses kleine Problem schon vor längerem gelöst. Nur eines bekam man lange nicht in den Griff: die regelmäßige Verschandelung des Durchgangs. Es sieht nicht sehr schön aus. Es wird also beschmiert. In meinen Augen ist das ein Beschmieren. Das hat nichts mit Kunst zu tun. Es wird leider auch uriniert hier drin. Es werden Ballspiele hier an den Wänden in der Nacht oder abends, wenn man seine Ruhe haben möchte, ein bisschen gespielt. Und es werden eben auch, es gab Knaller, die hier losgelassen wurden in dem Durchgang in der Nacht. Und das ist natürlich sehr störend für die, die hier wohnen. Deshalb hieß es also mal wieder Sanierung des Durchgangs Lindenauer Straße. Das Ergebnis kann inzwischen jeder begutachten, der den Durchgang von der sonnigen Ladenstraße in den schattigen Hof benutzt. Noch immer ist aber nicht alles so weit fortgeschritten, wie es sein sollte. Fertig ist es immer noch nicht. Wir hatten hier mit der CVJM vereinbart, dass in dem Durchgang sich Anwohner oder Jugendliche von Anwohnern oder Kinder mal verwirklichen können. Das war der erste Teil, nachdem es so ein bisschen halbfertig war. Danach hatten wir noch mal eine kleine Rücksprache, da uns das nicht ganz so gefallen hat oder wir uns das nicht ganz so vorgestellt haben, wie das in dem Durchgang geworden ist. Es fehlte auch noch ein bisschen was und. Aufgrund dessen haben wir dann noch mal über Farben gesprochen und über wie das ineinander übergeht alles. Das hat CVJM jetzt zu Ende gestellt. Das sind Graffitis von Kindern und Jugendlichen, die hier in Coswig wohnen. Wir als WBV werden jetzt noch die Decke und die Schäfte wieder richtig streichen. Ist gerade bei den Temperaturen ein bisschen ungünstig, aber das wird demnächst noch werden. Eigentlich hätte man ja auch von Seiten der WBV eine einfachere Lösung finden können, den Durchgang farblich zu gestalten. Eine einfarbig glatte Fläche ist für echte Graffiti-Künstler oder solche, die sich dafür halten, stets eine Art Einladung, sich darauf zu probieren. Sind aber auf einer Wand bereits Darstellungen irgendwelcher Art vorhanden, geht der Reiz offensichtlich verloren, die eigene Kreativität auszuloten. Wir wissen ja aus der letzten Zeit, dass immer wieder hier irgendwelche Schmierereien an den Wänden waren. Und es ist nicht schön, wenn wir geben uns Mühe, dass wir das ganze Umfeld doch ansprechend für unsere Mieter, auch die Jugendlichen sind unsere Mieter, herrichten. Und dann, wenn es fertig ist, wird es immer wieder für mich angeschmiert, diese komischen Graffiti-Sachen, die hier manchmal so dran sind. Und da haben wir uns gedacht, dann sollen doch mal die Kinder selber Graffiti an die Wand bringen. Und da haben wir uns das hier ausgeguckt als Fläche. Die Farbkonzepte der WBV sind stets durchdachte Kompositionen, die zum Umfeld passen sollen. Hier überlassen die Verantwortlichen nichts dem Zufall. Auch beim Gestalten des Durchgangs Ladenstraße hätte es so gewesen sein können. Wir haben da überhaupt nichts vorgegeben. Das soll ja von den Kindern kommen oder von den Jugendlichen kommen. Und bei der CVJM, da gibt es jemanden, das war so ein kleines Projekt. Das haben die verwirklicht und das ist das Ergebnis. Am Durchgang befindet sich nach wie vor an beiden Seiten jeweils ein verschließbares Gittertor. Sie mussten installiert werden, weil es in manch einer Nacht so laut zugegangen war, dass sich die Mieter darüber zu Recht beschwert hatten. Auch die eine oder andere Hinterlassenschaft, wie Müll oder manche Notdurft, trugen letztlich zu dieser Maßnahme bei. Als abschließende Arbeit fehlt jetzt nur noch im Deckenbereich des Durchgangs die neue Farbe. Eine Malerfirma hat bereits dafür den Auftrag. Sobald die Tage wieder wärmer werden, können die finalen Pinselstriche gesetzt werden. Dann wird die Lindenauer Straße in puncto Gestaltung so hergestellt sein, wie man es sich von Seiten der WBV für all die Mieter gewünscht hat.